So, da bin ich wieder, falls mich jemand von euch vermisst hat. Oder wie meine charmantesten Kollegen fragen, warst du weg? Ja, ganze 2 Wochen? Gut, egal. Die OV und LZO suchen wieder neue Medienprofis. Heute gab es die Auftaktveranstaltung im Sextro in Eute. Bei der Internet-Rallye lernen die Jugendlichen unter anderem, in Teams zu arbeiten und beispielsweise seriöse Internetseiten von unseriösen zu unterscheiden. Und die Stadt Lohne sucht europaweit Hilfe bei der Sanierung des Zentrums. Lohne, was ist los? Im Rahmen des Städtebauförderprogramms sollen beispielsweise der Leerstand von Geschäften und die Stärkung der Innenstadt angegangen werden. Dafür hat die Kommune einen Aufruf zum Wettbewerb ausgeschrieben. Das neue Buch Oldenburger Münsterland ist ab sofort in allen Geschäftsstellen der OV erhältlich. Also, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder noch eine Idee braucht, hier wäre eine. Das Porträt über die Region umfasst 256 Seiten und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Cloppenburg und Vechta. Und alle Karneval-Fans sind wahrscheinlich schon in Vorfreude. Denn am Samstag sind die Narren los. Am 11.11. um 11.11 Uhr ist Karnevalsauftakt unter anderem in Damme. Dort ist der Treffpunkt wieder beim Narrendenkmal auf dem Hubertusplatz. Und dann geht's wieder gemeinsam rüber zum Rathaus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen.